Mein Name ist Johan, ich bin 27 Jahre alt, aus Varna, Bulgarien ursprünglich. Erstmal bin ich für Studieren nach München gekommen, aber hat sich so herausgestellt, dass ich nicht so große Lust auf Studieren habe, sondern mehr auf Musik. Mein ganzes Leben hat sich immer um Musik gedreht, egal was ich gemacht habe. Mein Wunsch von klein auf war, Musiker zu sein. DSDS war bei uns immer im Fernseher, also vor allem auch RTL, und Dieter war immer am Fernseher bei uns. Ich freue mich, Dieter kennenzulernen. Hallo! Hallo, servus! Wie geht's euch? Sehr gut, wie geht's dir? Wie heißt du? Mir geht's super. Ich bin Johan aus München. Was willst du für uns singen? Ich würde gerne eine Nummer von Prince singen mit Playback. Ja. Kiss. Kannst du auch so gut Kopfstimme wie Prince und so? Ich würde schon sagen, ja, vielleicht. Ja, ey, der Mega-Titel, Mega-Künstler gewesen. Der hat Mädels abgekriegt. Wow. Der war mal in Hamburg, hatte einen Auftritt und war danach in der Diskothek. Und ich war auch da. Ich meine, der Typ ist ja so klein wie, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, 1,60 oder so, ja. Und alle immer die Mädchen immer, ey, mein, weißt du, ich kannte ja so ein paar Mädels aus der Disco, ja, der muss 1,85 und dies und was er alles sein muss. Und auf einmal kommt Prinz rein mit 1,60, wumm, und Wahnsinn, alle so. Wahnsinn. Große Ausstrahlung ist alles. Okay, mach. Ich muss ja auf gewisse Personen in der Jury Rücksicht nehmen ein bisschen. Loredana hasst hohe Töne, ja? Und das muss für sie ein wirklicher Albtraum gewesen sein. Du hast aber einen zweiten Titel dabei, ja? Ja, genau. Von Commodores, am Easy am Piano, genau. Okay, wunderbar. Bitte schön. Ah, schöne Nummer. Das war miese, yeah. Easy like Sunday morning, yeah, yeah. Das war miese, yeah, yeah. Easy like Sunday morning. Das war eine Bichai. Just wanna be free to know the things I do alright. I wanna be free, just me. Come baby. Okay. Ich verstehe solche Kandidaten wie dich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Du hast nur eine Chance für den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck war nicht gut. Aber die Klaviernummer, das hat mich echt positiv überrascht. Wirklich, da hast du echt gut gemacht. Danke, danke. Danke dir. Beim ersten Song, ich fand das eine reine Katastrophe. Ich fand es sehr, sehr schlimm. Den zweiten Song fand ich dann komplett, wie Pedro gesagt hat, völlig überrascht. Ich fand das auch voll schön mit dem Piano, wie du da deine Emotionen gezeigt hast, Gefühle. Also ich fand das einfach authentisch. Und ja, ich glaube, das ist das, was dich ausmacht, wenn du dann gesanglich so kommst. Danke. Mach hier mein Bestes. Ja, also um sich zu verkaufen, fand ich die erste Nummer eben auch Schrott. Das klang einfach nicht gut. Und eben auch als du den zweiten Song Easy angefangen hast, das klang ziemlich nach Alleinunterhalter im Hotel. Aber hinten raus, das war prima.
Danke. Also, wie du Klavier spielst und wie du singst, das hat mich echt gekickt und ich fand's richtig gut. Danke, danke. Mir gibt's ein Ja. Ja, Dana. Ja. Ja, also viermal Ja. Danke euch. Gerne. Schönen Tag euch. Danke dir. Ich sag ja, Piano spielen, gut Piano spielen, klappt bei Frauen immer. Ja. Ich wollte schon sagen, Dieter wird dich sagen. Das danke soll. Euch. Schönen Tag. Ja. Johann kannte Dieter schon von klein auf. Und jetzt kennt Dieter ihn.